Hallo, da bin ich wieder. Ich hatte mal wieder richtig Lust, einen Tag zu machen und bin über einen gestolpert, der ganz neu noch ist. Und ich glaube, der wurde noch nicht ins Deutsche übersetzt. Zumindest habe ich es noch nirgendwo gesehen. Der ist von Becca Rose und heißt Secret Diary of a YouTuber Tag. Und ich finde den richtig cool und habe richtig Lust, den zu machen. Und deswegen mache ich den jetzt. Los geht's. Tolles Intro. Ich habe alle Fragen hier auf meinem Handy und die sind jetzt noch in Englisch und ich versuche sie jetzt mal so frei zu übersetzen. Wenn das nicht so hundertprozentig perfekt klappt, dann verzeiht mir das, aber ich werde unten in die Infobox nochmal die Fragen dann korrekt übersetzt hinschreiben für alle, die den Tag nach mir machen wollten. Erste Frage: Wie lange bist du auf YouTube? Das ist bei mir, glaube ich, so 3 Jahre her, dass ich mich angemeldet habe. Und ich habe aber am Anfang ganz, ganz unregelmäßig Videos gemacht und habe mir auch immer gesagt, ich möchte mich nicht diesem Druck unterwerfen, regelmäßig Videos machen zu müssen. Und irgendwie bin ich dann aber später doch dazu übergegangen, dass ich gesagt habe, es ist doof für meine Zuschauer, wenn die nie so richtig wissen, wann wieder ein Video kommt. Und deswegen, das war gar nicht die Frage. Aber deswegen bin ich seit ungefähr 3 Jahren auf YouTube und ich würde sagen, seit vielleicht 2 Jahren mache ich es regelmäßig. Ich weiß es nicht genau, aber so ungefähr. Wann denkst du, wirst du aufhören mit YouTube? Das ist eine schwierige Frage. Also im Moment habe ich überhaupt gar nicht vor, aufzuhören. Mir macht es total Spaß und ich sehe keinen Grund aufzuhören. Aber es gäbe einen Grund, warum ich eventuell aufhören müsste. Und das wäre, wenn YouTube zu viel Zeit in Anspruch nimmt und ich mit dem Rest meiner beruflichen Karriere nicht mehr hinterherkomme, also nicht mehr genug Zeit einfach dafür hätte. Das wäre, so wie ich es jetzt sehe, der einzige Grund, warum ich aufhören würde. Und das würde ich sicherlich mit ganz viel Tränen tun. Ich hoffe aber, dass ich einfach noch lange das so hinbekomme, dass ich einfach beide Sachen parallel machen kann. Und es gibt natürlich dann ja auch immer noch die Möglichkeit, wenn ich merke, dass YouTube zu viel wird, dann könnte ich ja auch vielleicht nur noch ein Video in der Woche machen oder wie auch immer. Also ich glaube, ich würde nicht so plötzlich komplett aufhören. Aber ansonsten sehe ich keinen Grund. Außer vielleicht, wenn ich total alt bin. Nur mal angenommen, ich mache das jetzt noch 30 Jahre. Keine Ahnung, in 30 Jahren ist vielleicht YouTube gar nicht mehr interessant, aber oder aktuell, wie auch immer. Ja, aber stellt euch mal vor, ich sitze dann hier so als Omi und mache noch YouTube. Vielleicht fühle ich mich irgendwann zu alt dafür, keine Ahnung, aber bin ich im Moment noch weit von entfernt. Das Beste an YouTube. Das Beste ist, also für mich gibt es zwei richtig gute Sachen. Das eine ist ganz logisch so die Kommunikation mit euch und dass ich auch merke, wenn ich euch helfen kann. Einfach wenn ihr mir schreibt, boah, danke, du hast mir voll geholfen. Zum Beispiel unter meinem Hänseln-Video, da haben viele von euch geschrieben, dass ich ihnen geholfen hätte und viele haben mir noch privat geschrieben und dann merke ich es ja, dass ich jemandem geholfen habe und es ist immer schön, jemandem zu helfen. Und das andere, was ich toll finde, ist, dass ich mich so kreativ austoben kann. Also, ich habe ja sowieso eine kreative Ader und dass ich da mit den Videos an sich schon, das Schneiden ist was Kreatives oder mir vorher die Themen überlegen ist was Kreatives, aber auch die Themen sind ja bei mir teilweise sehr kreativ, dass ich gerne so eine Do-it-yourself-Geschichten mache oder Kosmetik anrühren. Das sind alles kreative Sachen und es macht mir halt so einen Spaß und dass ich mich da so verwirklichen kann. Das ist für mich so, ist beides für mich das Beste. Also beides für mich gleich gut. Was ist für dich das Schlimmste an YouTube und was tust du, um es für dich selbst wieder gut zu machen? Also wieder hinzubiegen. Es gibt für mich tatsächlich nichts an YouTube, was wirklich schlimm ist. Ich habe ja keine Hater, wie wir letztens festgestellt haben. Ich habe vielleicht so ein paar, die mal einen Daumen nach unten geben. Aber das geht mir nicht nahe. Also ich sehe die Daumen, aber es ist mir eigentlich völlig egal. Und deswegen gibt es für mich absolut nichts, was schlimm ist. Es gibt vielleicht eine Sache, die ich so ein bisschen blöd finde. Das ist das mit dem Zeitmanagement, was ich gerade auch schon angesprochen habe. Dass ich eben manchmal mir Sorgen mache, dass ich das nicht so aufrechterhalten kann, dass ich eben nicht so
ja, weiter so viel Zeit reinstecken kann, wie ich das gerne würde und wie es mir auch Spaß macht. Momentan habe ich halt manchmal einfach diesen Gedanken und das ist ein bisschen unschön, aber auch nicht schlimm. Wie viele Thumbnails machst du normalerweise? Also wie viele Thumbnail-Options, wie viele Fotos machst du, um dann, ich werde das hinterher noch übersetzen, also. Ihr seht ja immer die kleinen Thumbnails und das sind ja Fotos, die wir YouTuber oder zumindest, wenn wir Bock haben, Fotos, die wir machen und die wir dann hochladen als Thumbnail. Man kann auch einfach den Thumbnail nehmen, der da automatisch ist, aber dann sieht man meistens total blöde aus, weil es dann so ein zufälliger Thumbnail ist. Ich mache vielleicht so 8, 10, 5. Das kommt total drauf an, wie gut ich mich an dem Tag fühle oder wie gut ich aussehe. Ich sehe mich ja in dem kleinen Display. Das heißt, ich sehe dann immer gleich, wenn ich den Thumbnail gemacht habe, also wenn ich das Foto gemacht habe, ob das jetzt cool aussieht oder nicht. Und manchmal sitze ich da und klicke irgendwie 20 Mal drauf und sage, oh mein Gott, das kann ich so nicht hochladen. Und manchmal mache ich so 3 und sage, oh ja, ja, ist bestimmt einer dabei, nehme ich. YouTuber Crush. Ich habe keinen richtigen Crush, keine männliche Person, die ich irgendwie anhimmel oder so. Ich habe eher einen Girl Crush und das ist Elle Fowler von All That Glitters 21. Die ist einfach meine Lieblings-YouTuberin und ich finde sie so toll und ich finde sie so schön und ich gucke sie so gerne und ich finde ihre Haare so schön und ihre Augen und ich finde einfach alles an ihr so wunderschön und ihre Stimme und wie sie redet und ich glaube, das ist mein Girl Crush. Mit wem würdest du gerne mal ein Video machen? Wer ist da auf deiner Wunschliste? Das ist einmal Hatice Schmidt, mit der würde ich so gerne mal drehen und ich hoffe, dass wir das bald mal hinbekommen. Und die andere Person ist Empathy25, über die ich immer lachen muss, wenn ich ihre Videos gucke. Das klingt gemein, über die ich lachen muss, mit der ich lache. Ich finde sie lustig und muss lachen, wenn ich ihre Videos gucke. So ist es vielleicht richtig. Und ja, mit Nadine würde ich auch richtig gerne mal drehen. Und ansonsten, klar, ne, würde ich gerne mit Elle Fowler drehen. Das wäre ja ein Traum, gerade wo ich jetzt doch meinen mini kleinen englischen Kanal habe. Ich glaube aber, dass es nicht dazu kommen wird. Ich glaube, es wird niemals dazu kommen. Ich glaube, sie wird nie wissen, wer ich bin und ich glaube, deswegen werden wir auch nie zusammen ein Video drehen. Ansonsten gibt es halt einfach YouTuber, die ich gerne mag und wo ich denke, dass man mit denen richtig Spaß hätte beim Drehen. Zum Beispiel mit den Pixie Wu-Schwestern würde ich gerne mal drehen. Mit wem noch? Mit Tanya Burr und Tim Chapman würde ich super gern drehen, also mit beiden zusammen. Am liebsten wirklich mit beiden und mit Sprinkles of Glitter auch noch gleich dazu. Ja, mit Louise würde ich... Oh, mit Louise hätte ich richtig Bock zu drehen. Ich glaube, die ist total lustig. Die ist schon in den Videos witzig und ich kann mir vorstellen, dass sie so hinter der Kamera oder wenn die Kamera aus ist, noch witziger ist. Was trägst du untenrum? Moment. Ich trage ganz klassisch... Ich falle gleich vom Stuhl. Ich trage wie so ziemlich alle YouTuber beim Filmen eine Pyjama-Hose und obenrum, so Alibi-mäßig natürlich, bin ich ganz korrekt gekleidet und trage ein weißes T-Shirt, wobei ich mit dem T-Shirt aber auch schlafen gehen würde. Im Prinzip sitze ich hier in meinem Pyjama, wenn man so will. Wie lange dauert es, bis du auf den Aufnahmeknopf drückst, also bis du anfängst aufzunehmen? Das geht bei mir ziemlich schnell. Also wenn ich alles aufgestellt habe, dann geht das ganz fix, dass ich meine Einstellung habe und dass ich dann hier mit meiner kleinen Fernbedienung auf Aufnahme klicke. Aber dann kann es eine ganze Weile dauern, bis ich wirklich etwas Brauchbares zustande bekomme. Also manchmal rede ich dann eine ganze Weile und fange immer wieder neu an und verhaspel mich total und muss erstmal so in das Reden ein bisschen reinkommen. Und an anderen Tagen geht es aber auch ganz schnell, dass ich gleich irgendwie beim ersten, zweiten Anlauf das habe. Aber auf Aufnahme klicke ich super, super schnell. Wie findest du die YouTube-Community? Also, den Kontakt mit meinen Abonnenten finde ich super. Es ist ja so zweigeteilt, die Community. Ne? Es ist ja einmal so Abonnenten und einmal dann so andere YouTuber. Der Kontakt mit meinen Abonnenten gefällt mir richtig gut. Vor allem in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass ihr auch aktiver werdet und dass ihr mir mehr schreibt. Und das freut mich total. Und dann ist einfach, macht das auch alles viel mehr Spaß. Und das finde ich total super. Und beim Kontakt mit anderen YouTubern muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mir manchmal ein bisschen mehr wünsche. Es ist manchmal schwierig, wenn man so vor der Kamera eigentlich immer so alleine sein Ding macht und dann sich nur über Social-Media-Kanäle mit anderen austauscht.
Ich finde das manchmal ein bisschen schwierig. Wenn ich irgendwelche Probleme habe, irgendwelche Fragen oder so, dann kann ich mich halt immer an die Magnolias wenden. Das ist total super. Also die sind immer für mich da und helfen mir auch immer mit Rat und Tat. Aber es ist eben selten so, dass jemand neben mir sitzt. Also dass man irgendwas richtig gemeinsam macht. Das liegt einfach daran, dass ich nicht so viele YouTuber kenne. Ich glaube, das ist einfach das Problem. Wenn ich hier in Berlin ganz viele kennen würde, dann würde sich das sicherlich auch ergeben. Aber bisher habe ich noch nicht so viele kennengelernt. Und ja, deswegen ist für mich irgendwie so YouTube-Community nicht so, dass ich sage, wow, voll die Riesen-Community, voll der Riesen-Freundeskreis. Es sind halt bei mir dann nur die Magnolias, also nur wirklich in Anführungsstrichen, weil das ist natürlich total toll, dass ich sie habe, aber die meisten sind halt leider auch ganz weit weg. Was ist dein Geheimnis, einen erfolgreichen YouTube-Kanal zu haben? Für einen erfolgreichen YouTube-Kanal. Dein Geheimnis und Tipps sozusagen. Meine Tipps grundsätzlich, um einen gut laufenden YouTube-Kanal zu haben oder um Freude daran zu haben oder auch um so ein bisschen weiterzukommen, also weiterkommen im Sinne von, dass man sich weiterentwickelt, ist, dass man einfach dranbleibt, dass man regelmäßig Videos dreht. Zum einen, weil die Community, also ihr da draußen, habt Spaß daran, wenn regelmäßig Videos kommen, das merke ich. Und zum anderen kommt man auch total raus, wenn man eine Weile nicht gedreht hat. Und ich merke das, wenn ich zum Beispiel, manchmal drehe ich so ein paar Videos vor, wenn ich weiß, dass irgendwie so ein paar Wochen kommen, wo es bei mir beruflich ganz stressig wird. Und dann drehe ich halt irgendwas vor und hab dann vielleicht so 3 Wochen nicht gedreht, setz mich dann wieder hin und bin erstmal so und kann gar nicht reden. Also macht es regelmäßig, das ist die eine Sache. Und zum anderen seid ihr selbst, wird euch jeder YouTuber raten. Es bringt euch nichts, wenn ihr irgendwas vorspielt. Also zum einen merken das eure Zuschauer und verlieren dann den Spaß daran, euch zu gucken. Und zum anderen ist es unfassbar anstrengend, da ewig lange was vorzuspielen. Und wenn ihr echt irgendwie so 1, 2, vielleicht sogar 3-mal die Woche ein Video hochladet, dann verbringt ihr viel Zeit damit, irgendeine komische Rolle zu spielen. Und das hält kaum jemand auf Dauer durch. Also ich hätte da überhaupt keinen Bock drauf. Deswegen versucht wirklich von Anfang an so natürlich zu sein, wie ihr eben könnt. Und das ist am Anfang für viele Leute schwierig, erstmal sich vor der Kamera natürlich zu verhalten. Und das gibt sich dann aber mit der Zeit. Also es ist nicht schlimm, wenn man am Anfang noch nicht ganz so man selbst ist. Hauptsache, man versucht jetzt nicht irgendwie krampfhaft irgendwas zu spielen. Wen taggst du? Ich tagge Fashion Puppa, Die Fashion und Miss Marvels. Und wenn mir noch irgendjemand einfällt, dann schreibe ich das natürlich unten in die Infobox rein. Ihr könnt natürlich alle sehr, sehr gerne mitmachen. Ihr könnt einfach die deutschen Fragen von mir übernehmen. Ihr müsst da jetzt nicht mit den englischen euch eins abbrechen. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.